Ja, hallo meine Damen und Herren, hier zu einer neuen Folge von Saints Row 3 auf dem Konfi-Kanal. Mein Name ist Sub2K und bei Saints Row 3 handelt es sich um ein Videospiel. Und dieses Videospiel kann man auch im... Ich komme gleich. Komm dieses mal Videospiel raus. Kann man auch in einem Mehrspieler-Modus spielen. Hallo, wie geht's? An meiner ich Seite bin der ist der Kuparius. Und nun mein großzügiger und netter Begleiter, der Sub-2K, wird nun mit einem Panzer abgeschossen, wie es sich nun in diesem Spiel gehört. Das ist so, was ist so ein Dokumentationsfilm zwischen Panzer und Werwolf, die Beziehung so. Das Panzer schleicht sich langsam an seine Beute, den Werwolf, heran, beginnt ihn nun mit seinen natürlichen Schüssen zu penetrieren. Der Werwolf versucht sich mit einem Penetrator zu wehren, aber das Panzer ist natürlich schlau und zieht sich etwas zurück, um weiter mit seinen Kanonenschüssen, die ganz natürlich sind, auf den Werwolf einzuschießen. So ist die normale Beutejagd. Und in der nächsten Folge werden wir sehen, wie sich zwei Panzer paaren. Das erinnert mich voll an die Family Guy-Szene, die Dokumentation mit dem Feuerwehrauto. Ja, genau. Mit dem Feuerwehrauto. Ja, meine lieben Zuschauer. Bei mir fliegt es eigentlich nur rum so, dass das nicht ganz so hingehauen hat. Ach, ich aber ich habe vergessen, bei dieser Aufnahme mein Mikrofon aufzunehmen. Kuppa hat mich gehört. Mein Mikrofon war allerdings nicht auf der Tonaufnahme drauf. Ah, schön. Ein bisschen Spaß. Von daher werde ich das jetzt ganz einfach mal mit Outer City nachkommentieren. Dann und dann hast du meine ja, Tonspur. Gleich. Anstimmt, natürlich. Meine Tonspur dann im Nachhinein einfügen. Ich bin die Zeit nehme ich mir jetzt. Muss ich durch. Ich habe Mist gebaut, dann muss ich das auch wieder ausbaden. So, komm auch. Genug Spaß. So, genau. Wir sind jetzt nämlich immer noch bei Jimmy bei der DLC-Mission. Die nächste Mission heißt Schickt die Klone. Ja, kannst du ja, nochmal senden. Ich hab's du kannst auch überhaupt nichts, ey. Du bist die Inkompetenz in Person. Schickt die Klone ab in den Natürlich Panzer. Wird mir jetzt vermutlich der Kuppa des Öfteren mal mit dem Reinreden. Aber das ist nun mal so beim Nachkommentieren. Oh Gott, ich glaube, das war sogar noch eine etwas längere Folge. Vielleicht so 20 Minuten oder so. Ah, Panzer. Oh, wir sind ja gleich da, sind ja. Oh, Panzer. Mega schnell. Oh yeah. So, das passt jetzt halt. Geil, wie ein Typ versucht mit einer Pistole. Keine Ahnung, was ich gesagt, halt gesagt habe, irgendwie. Das wird jetzt alles null zueinander passen. Aber ich kann mich dran erinnern. Ja, wo's. Ich höre nur hier, wie hieß er noch? Ed. Johnny. Und der kommt aber nicht durch. Kuppa hat natürlich jetzt mit seiner Inkompetenz den Panzer so geparkt, dass der Tech nicht durchkommt und nicht zu Jimmy nice. Kommt. Erster Tag entdeckt. Wir können uns nicht bewegen. Möglichst sicher zu bewegen. Man konnte weder die Kamera bewegen noch sich selbst. Es ist quasi wie eine. Ich das ist quasi nicht. Wie ich eine Cutscene hier, wo Tech jetzt eigentlich zu Jimmy vordringen müsste. Ist aber wegen. Oh mein Gott, wow, dieser ja, Panzer. Das ist super, wie der Pop beginnt her. Er kommt aber wegen dem. Ich glaube, der Typ will eigentlich genau, Jimmy entführen, aber so nicht konnte er nicht entführen. Und so hat das Spiel erstmal schön gebuggt. Okay, das ist, ja, aber das ist mal von Saints Row gewohnt. Ja, unter dem Panzer. Ja, genau, unter dem Panzer liegt auch einer, da sieht man so teilweise einen rauskommen. Wir beide. Aber ich kann es euch schon mal versprechen, die nächsten. Und Jimmy auch nur so, hi. Die nächsten vier Folgen haben wir auch schon aufgenommen. Und sieht so aus wie so ein da Panzer wird die Qualität auch nicht höher werden. Boah. Da ist er. Tag, grüß da dich. Da ist er. Hi. Das hat aber nichts geändert. Auch wenn Tag mich jetzt. Mich weggestoßen ja, hat. Mich auch um. Ich konnte mich Nein, trotzdem nicht weiter bewegen. Alter, wow, der Panzer. Wow, danke schön, 2K voll ja, aber ey, Kuba hat den Panzer da so scheiße geparkt. Nicht 2K. Ja, wow, Mann, er gräbt sich in den Panzer rein. Dankeschön, Volition. Ich nutze das jetzt einfach mal. THQ, das ist ein Grund, warum ihr insolvent seid. Ich mach das jetzt ein bisschen gechillt, ich mach das jetzt nicht so ernst, weil das eh nicht funktioniert. Ich trinke jetzt mal einen Schluck nebenbei. Wie lange wollen wir diesem Spektakel noch zugucken? Ja, Kuppa, ich würde sagen, wir starten einfach mal.
genug Zeit verschwendet. Weil da können wir noch ewig warten, Tech kommt einfach nicht an den Panzer vorbei. Boah, so nachkommentieren ist echt keine leichte Sache irgendwie. Ja. So teilweise kann man sich vielleicht noch ein bisschen dran erinnern, was man da gesagt hat, aber... Ich weiß halt auch nicht, wann... Ich weiß halt nicht, wann Kuba anfängt zu reden. Von daher werde ich ihm jetzt das ein oder andere Mal wohl ins Wort fallen. So, vorsichtig haben wir mal gespeichert das Spiel. Und, nee. Ja, so, bin gleich da wieder. Nochmal den Spielstand laden. Und dann können wir loslegen. Ne, braucht keine neue Einladung, Kuba. Ich kann auch so dem Spiel joinen. Und da sind wir wieder. Aber nicht das... Wo. So. So, jetzt nehmen wir mal Jimmy uns ein normales Auto und stellen es nicht direkt vor seine Einfahrt. Kuba hat abgelehnt. Boah, Kuba ist die Inkompetenz in Person, ey. Guck, ich bin gerade irgendwas und so. Und dann kommt diese Anfrage, ja, ja. Und dann drücke ich da aus Versehen. Das Schöne ist halt, dass Kuba sich jetzt nicht wehren kann. Kuba stinkt schon ziemlich, muss ich mal so sagen. Ja, das stimmt immer sogar zu, ne? Bist ein richtiger Idiot. Und hier der Ritter, der Hipster-Ritter auf seinem... So, noch ein drittes Mal schickt die Klone. Ding. Dankeschön. So, der Hipster-Ritter und der Shotgun. So, dann sind wir schon wieder hier. Aber 5 Minuten schön verplempert. Boom. Oh, meine Güte. Ja, so. Jetzt läuft er gegen das Motorrad und bleibt stecken. Nein. Oh. Bei mich hat er ja überhaupt nicht getroffen und ich fall trotzdem um. Okay. Hm. Ich bin auch umgekippt. Du hast Superkräfte, was? Ja. Wie in Saints Row 4 jetzt das Ganze. Saints Row 4 sollte ja ursprünglich auch ein DLC für Saints Row 3 quasi werden. So ist man quasi auf das hier alles gekommen. Oh ja, wir haben auch Kamehameha als Attacke hier. Kamehameha für Arme. Oh! Und ja, das ist allerdings alles ein bisschen ausgeartet dann. Da ist dann ein eigenes Spiel draus geworden, ist statt nur einem DLC. Ich war ja ein bisschen skeptisch anfangs über Saints Row 4 mit diesen Superheldenkräften, aber hat doch gefetzt, ich fand's ganz geil dann im Endeffekt. Jetzt wissen wir, woher die guten Kräfte kommen aus... Aus Saints Row 4. Und aus Get Out of Hell, dem Saints Row 4 DLC oder Add-on, je nachdem. Nee, Add-on ist es ja nicht, ein DLC. Welcher aber auch sehr Spaß gemacht hat. Fand ich auch cool. Falls mal wieder ein voller Saints Row Teil irgendwann kommt, tue ich, na, mal schauen, ob ich den Let's Playen könnte. Aber steht ja, glaube ich, noch in den Sternen. So, und jetzt sieh dich beim Apartment-Domizil nach Tech um. Und es ist kein einziges Auto auf der Straße. Ja. Aber es gibt hier keine Autos. Weil du meinen Motorrad weggesprengt hast. So, jetzt dürfen wir natürlich die ganzen... Es waren bestimmt über 2 Kilometer anfangs laufen hier. Schön auf der Straße entlang. Oh mein Gott, deine falschen Kräfte! Ja. Wir möchten lieber nicht besser Jimmys Gedanken lesen. Wer weiß, was da noch alles so... Ja, das ist wahrscheinlich wohl geplant, dass wir extra und so Superkräfte nutzen. Wie gesagt, unsere Gespräche passen jetzt wunderbar zueinander, ich bin begeistert hier, aber ich wollte den Part jetzt auch nicht. Wow. Mit dieser dramatischen Musik, sag jetzt mit mal, Auto, wenn man meine Stimme gar nicht hört. Die es nicht so gut geht und okay, jetzt bin ich irgendwie falsch im Öffnen, wieso ich mir falsch im Öffnen? Wenn man meine Stimme jetzt gar nicht gehört hat, wäre das bestimmt auch ein bisschen komisch gewesen, habe ich einfach mal entschieden, komm, du kommentierst das nach. Ja. Und klatscht die Tonspur dann noch aufs Video. Aber hier rumzuspringen macht es noch witziger. Ist ja jetzt nicht so das Problem, die Tonspur aufs Video zu machen. Noch so rüberspringen, zack. Hecht, also so. Hechtsprünge und alles. Ja, nach unserem langen Marathon sind wir jetzt auch hier. Ne, ist nicht Tech. Hier ist eine Papp. Ein Pappaufsteller. Mach die Sens cool. Mit unseren Kamehamehas hier. Oh ja, erstmal schönen Kuppel in den Rücken. Ah, guck mal, das sieht man ja. Kamehameha! Super Action. Guck mal, wenn du kein Kackspaß bist, dann sage jetzt bitte nein. Seht ihr? Ich hab's euch gesagt. Ja, ne? Ja, ne? Bei mir inzwischen nicht, ne? Also, Kuba. Ja, ich weiß, hab ich gesehen. Erkennst das? Der hat mir auch gewundert, so, hä? Also, inzwischen Kuba, ist es nicht mehr 0%. Das ist wunderbar.
damals am ersten Tag noch am Abend, wo ich das direkt gezockt habe, waren auch meine seltensten Errungenschaften, aber jetzt inzwischen nicht mehr. Genau, das schwebt alles so komisch in der Luft rum. Wieso fliegt deine nicht in die Luft? Ich habe immer noch nach einem Tag die Game of Thrones Errungenschaften bei mir als seltenste Errungenschaften drinstehen und 0,0% aller Spieler haben die erreicht. Mittlerweile hat sich das wieder normalisiert. So, ich hoffe mal jetzt, dass ich das Nachkommentieren nicht verkacke, sodass ich das dann nochmal alles machen muss. Das wäre äußerst ätzend. Sieh dich bei Planet Zane, sagt Tigger. Ja, wie gesagt, die Folge ist jetzt ein bisschen durcheinander dadurch. Die nächsten Folgen dann auch nochmal ein bisschen. Die letzte Folge von Copa, wir nehmen jeder mal. Wir nehmen jeder mal 4 Folgen auf und die letzte von Copa wird sehr. Angefahren. Sehr produktiv, aber sehr lustig. Oh, Alter, der Sprung war geil über das Ufer hier. Jetzt kommst du auf jeden Fall nicht mehr vor mir an. Stimmt, wir machen ja. Außer ich schaff's nicht, hier hochzukommen. Ich mit meinem Auto nun schneller bin. Ich schaff's echt nicht, hier hochzukommen, okay. Muss ich da rumlaufen, gut. Ja, ich bin auch da. So, ich bin da. Hi. Ah, fast. Fast durch. Haha. So, nicht und wieder mit kann mir. Schön den Hubschrauber rein. Peng. Jetzt bist du jetzt. Ganzen, wow, aber ganzen Morgensterne hier mit ihren riesen Viechern hinten drauf, kommen auch noch an. Ich hoffe mal, dass das dann alles weniger Gelaber, so mehr Action synchron ist. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist mir auch egal. Ich mache mir jetzt schon die Mühe, das nachzukommentieren und das nachzusynchronisieren. Obwohl Dragon Ball, ich habe schon Dragon Ball zu fahren, die erste Folge, der hat schon draus. Dragon Ball hat schickt jetzt die Klone. Ist ja nicht so meins, muss ich sagen. Schande über mich, aber. Die allererste Dragon Ball Staffel habe ich ein bisschen geguckt. Also bei mir leckt alles voll rum und die Leute, ich weiß nicht mal, ob sie richtig tot sind, aber der eine steht da nur rum wie so, irgend so eine Puppe oder so und kriegt keinen Schaden. Zack. Okay, jetzt geht er schon. Mit denen mal 2. Ja. Jetzt. Wunderbar. Du hast neuer noch nicht, Polizist. Pierce, is that you? Boss, yeah, I'm here with Gat. We're on top of the bridge. We're under attack by the military. You got so, hang on, Pierce. Wow. High sense flow, boom. So schön die Familienkutschi. Au! Ja, da hüpft sein Auto. Erstmal schön die Familienkutschi hier genommen, ja. Ja. Gucken, ob ich Kuppert dann einholen kann. Richtig Premium. Oh nein, ich kipp zu. Oh nein, ich bin umgekippt. Okay. Jetzt stehe ich wieder auf. Das war ein kleiner Blackout quasi. Getting tired. Shane's flow must be wearing off. I thought it would last at least an hour, but you're burning through the power too fast. You'll have to stop. Dad, I'm not stopping while Johnny. Jetzt habe ich mir auf meinem Kutsch auch noch die Polizei und die Morgensterne am Arsch. Sehr schön. Ideales Fluchtfahrzeug. Ah, mit dem Fallschirm zum Versprung hier rüber. Pfeifer zieht auch noch rüber auf die rechte Seite. Er ist ein Hurensohn. Daran kann ich mich noch erinnern, dass ich das gesagt habe. Okay, ich bin irgendwo in der Walachei gelandet und mache eine ultra komische... An meine Beleidigungen kann ich mich noch erinnern. Ultra komische Strecke gehe ich jetzt entlang. Ja, ich fahre da jetzt mal gerade noch ein bisschen rum und nebenbei auf dem Handy abchecken. Ey, ist jetzt... Seit 2-3 Tagen geht mein Handy so verdammt schnell leer, ey. Nach 5 Stunden. Okay, ich bin, glaube ich, irgendwie nicht voll mal falsch abgekommen. Die ganze Zeit am Handy war, bin ich bei nur noch 36% für Strange, was ein paar Tage mit dem Handy los ist. Aber naja. So, machen wir schön Slalom, schön ausweichen. Okay, das hat nur wieder einen kurzen Blackout. Deswegen bin ich auch da in die Wand gefahren. Oder? Ladebildschirm. Ah, wir sind da. Soll glaube ich irgendwie ein Donkey Kong werden. Ja, ne? King Kong. Auf jeden Fall. Donkey Kong soll an King Kong ändern und King Kong an King Kong und das wäre ein King Kong. Und ja. Also wieder Knowledge gedroppt hier. So, sieh dich, töte die Steelport Gottesten. Also wieder ein bisschen Kamehameha-Action hier. Sehr aufräumen. Peng. Schade, dass man das nicht nach der Mission behalten könnte, diese Fähigkeit. Also wäre auch ein bisschen OP gewesen. Hame, hame, ha! So.
steckt noch einer. Drüben noch einer. Ah, jetzt ist er schon tot. Hinten noch einer. Und dann. Okay. Ja, es kam natürlich bei der Aufnahme auch noch Skype rein. Jetzt beim Nachsynchronisieren hab ich Skype. Oh mein Gott. Gemutet. Fucking da hab ich dran Spoiler. Gedacht. Bei der Aufnahme hab ich wieder nicht dran gedacht. Und wir brechen wieder zusammen. Und es wird noch ein paar Mal Skype-Ton kommen. Ich entschuldige mich schon mal im Feuern herein. So. Werwolf Action hier. So. Werwolf ein Hipster, oder? Tears. How did you get up there? I don't see a way. Gat climbed up the side, but don't worry. Called the boys and they're flying in a chopper. Good to hear. Wir bin in Hüfte. Oh mein Gott, wieso wackelt das Ganze so? Nee, selbst. Achso, du haust mich. Achso, ja, da ist der Kletzer. So, den Spacko abschießen, ey. Wie in der Schau-Mission. Ja, schieß sie direkt wieder an, ne? Hier. Am Ende gab es sogar eine, obwohl wir jetzt auf den geschossen haben, am Ende, dann schießen wir auch nochmal auf den. Obwohl wir den fast von der Prüfung geschossen haben, haben wir die Errungenschaft bekommen. Dafür, dass wir die Mission geschafft haben, ohne dass Tech schadet. Wie auch immer, aber okay, nehmen wir gern mit. Ich bin ja sowieso so ein Errungenschaftssammler. Ich war damals eine Zeit lang auf der PlayStation 3 Trophy Hunter. Bei Steam hat mich das eigentlich nicht so interessiert, aber irgendwie seit einiger Zeit geht's dann doch wieder. So, also dieses Standort, wie man es aus eigenen Saints Row Missionen kennt. Baller einfach alles ab, was du siehst. Was die hier auch alles auffahren. Scharfschütze auf dem Dach. Ja, welche man natürlich auf meiner Position wieder sehr spät sieht hier. Wenn Kuba die schön abknallen kann, bekomme ich jetzt hier quasi bloß die Reste. Ah, so. Ja. Ja. Nee. Das Beste war irgendwie, ich hatte irgendein Match bei 2K gespielt, dann ist das Spiel abgestürzt und der Controller ist quasi im Vibrationsmodus geblieben für immer quasi. Ich musste ihn erstmal rausziehen. Das, der hat sich nicht beruhigt, der ist die ganze Zeit so geblieben, weil das Spiel abgestürzt ist. Es war irgendein Move, wo kurz der Controller vibrieren sollte. Dann ist das Spiel abgestürzt und der Befehl ist quasi für immer geblieben. Der hat die ganze Zeit vibriert durchgehend. 5 Minuten oder so, dann habe ich ihn einfach rausgezogen. Ja. Ich wollte sehen, wie lange. Ja, ab damit. Ja, ja, das ist immer. Ja, ich hab ja schon. Naja, kannst du Doppel-Action machen. Ha, ha, ha. Na dann, ne? Brauchst du keinen billigen Vibrator. Was Doppel-Action? Ne, ich hab auch schon zwei. Dreifach Action. Double Penetration. Ach ja, stimmt ja. Den hast du mir geschenkt, ne? Zum Geburtstag, zweiten. Ne? Ja, ja. Ja, stimmt, so ein cooles Geschenk eigentlich. Oh, nee. Ja, das, diesen Part aus Celine niemals sehen. Sonst gibt's wieder schlimme Geschichten. Ich kann mich leider jetzt nicht mehr ganz dran erinnern, wie das so nachkommentiert wurde, wie wir das gesagt haben. Oh Gott. Oder die sind einfach nur scheiße. Aber, ja, so ungefähr könnte ich das jetzt wiedergeben. Diese Vibrato-Geschichte. So, Hubschrauber, zack. Dass die auch nicht uns abschießen, anstatt ja, diesen Mega-Mutanten. Wir machen hier überhaupt nichts, also wir müssen auf jeden Fall auf die Mutanten gehen. Ja, wir sind doch nur so im Heli und würden mega Schaden durch den Abschuss bekommen. Ja, Videospiel-Logik, ja. Kennt man ja. So, Ziel wird gescannt. Mhm, ja. Zack. Den ganzen Tag ganz das ruhig. So, das ist jedes Mal so bei Skype. Den ganzen Tag wird nichts geschrieben und kaum nimmt man eine Sekunde auf. Oh yeah. Ab. Hier, wir schießen noch auf Tech, der fickt fast 100 Drücke runter. Zeig, danke. Hätten wir auch noch die Mission verloren, natürlich. Ich versuche dir zu helfen. Ich bin ein Werwolf. I know, Johnny, but we can make it right. Yeah, where your friend? Johnny? Yet. Friend? No. Let's get you back home. Stripper pole? Stripper pole. Right. Stripper pole. And so ends the tale of our intrepid heroes, bound by the bond that they gebunden durch die Bande, die sie verband.
Ja, sehr schön. Steelport is safe once again. Who knows when the Saints and the wie auch immer dann auch gekommen ist. Called on. Was machst du irgendwo auf dem Dach da? Ja, hier ist echt so. Nein, das ist eine DLC-Mission. Schick die Klone geschafft. Und jetzt labe ich wahrscheinlich schon irgendwas noch. $13.200 Belohnung. Respekt, Level 16,5. Und Johnny Tech jetzt als Begleiter. Und warten auf Koparius. So, das war's dann auch mit dieser DLC-Mission. Ich glaube, ein, zwei DLC-Missionen gibt's noch. Und dann haben wir alle geschafft. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal wieder um die. Ja, kümmern uns jetzt erstmal wieder um die Hauptmission. Von daher würde ich sagen, ich verabschiede mich vom Nachkommentatorenpult. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Los, Kuba sagt tschüss. Danke. Ciao.